Heute stellen wir Ihnen eine sehr aktuelle Übersichtsarbeit vor von Perikonen und Mitarbeitern. Es geht um die intensivmedizinische Behandlung des akut auf chronischen Leberversagens. In vier Kapiteln aufgeteilt: Einleitung, Definition, Diagnose, Stadien, Pathophysiologie, Organbeteiligung, Lebergerinnung, Niere, und Lunge, Kreislauf und Intensivtherapie und Lebertransplantation. Und im ersten Beitrag beschäftigen wir uns mit Einleitung, Definition, Diagnose und Stadien. Traditionell wird der Verlauf der Zirrhose durch einen kompensierten und einen dekompensierten Zustand charakterisiert, basierend auf dem Fehlen bzw. Vorhandensein einer der Komplikationen, das heißt Aszitis, hepatische Enzephalopathie, gastrointestinale hypertensive Blutung oder Ikterus. Das akut auf chronische Leberversagen, ACLF im Weiteren bezeichnet eine Untergruppe von Zirrhotikern, die entweder eine kompensierte oder eine dekompensierte Zirrhose haben, die nach einer akuten Dekompensation, im Weiteren AD abgekürzt, aufgrund eines identifizierten oder nicht identifizierten akut auslösenden Ereignisses schnell fortschreiten kann, so dass es zu einem Organversagen und einer hohen Kurzzeitsterblichkeit kommt. Der vorliegende Artikel gibt einen Einblick in das derzeitige Verständnis des akut auf chronischen Leberversagens mit Schwerpunkt auf dem intensivmedizinischen Management. Definition. Es wurden mehr als 13 verschiedene Definitionen vorgeschlagen, die größtenteils auf persönlichen Erfahrungen oder Konsensvereinbarungen beruhen. Derzeit gibt es vier weit verbreitete Definitionen des akut auf chronischen Leberversagens. Dieser Artikel stützt sich weitgehend auf die vom European Association for the Study of the Liver Chronic Liver Failure Consortium vorgeschlagene Definition ESASL-CLIF, die akut auf chronischen Leberversagen als ein Syndrom bezeichnet, das durch eine akute Dekompensation der Zirrhose, Organversagen und eine hohe Kurzzeitmortalität gekennzeichnet ist. Die akute Dekompensation ist definiert als Entwicklung von Aszitis, hepatischer Enzephalopathie, gastrointestinalen Blutungen und oder bakteriellen Infektionen. ACLF kann sich bei Patienten mit oder ohne akute Dekompensation in der Vorgeschichte entwickeln. Organversagen, Leber, Niere, Gehirn, Gerinnung, Atmung, Kreislauf werden durch den ursprünglichen CLIF-SOFA-Score, die für Leberpatienten angepasste Sequential Organ Failure Assessment Scale oder seine vereinfachte Version CLIF-COF-Score definiert. Und die Definition der hohen Kurzzeitsterblichkeit, das heißt größer gleich 15% Sterblichkeit nach 28 Tagen, wurde von der Sterblichkeitsrate im Zusammenhang mit schwerer Sepsis in der allgemeinen Bevölkerung abgeleitet. Hier der CLIF-OF-Organ-Failure-Score. Wir haben hier die Organe, Leber, Niere, Gehirn, Gerinnung, Zirkulation und Atmung. Und jeweils werden entweder ein Punkt, im Subscore zwei Punkte oder im höchsten Falle drei Punkte vergeben, immer in Abhängigkeit von den Werten. Die grau schattierten Felder beschreiben letztendlich die Situationen, wenn wir ein Organversagen haben. Also das sind die Kriterien für ein Organversagen, also zum Beispiel Bilirubin größer gleich 12 Milligramm DL oder Kreatinin größer gleich 2 Milligramm DL, hepatische Enzephalopathie, West Haven Grade 3 bis 4, ENR größer gleich 2,5, Einsatz von Vasopressoren, zirkulatorisch und respiratorisch, Atmung, PaO2-FiO2-Ratio kleiner gleich 200 oder SpO2-FiO2-Ratio kleiner gleich 214. Diagnosekriterien, ACLF-Stadien und Mortalität. Die Patientensterblichkeit in der Canonic-Studie, einer prospektiven Studie, die speziell zur Entwicklung der Diagnosekriterien für ACLF konzipiert wurde, hing mit dem Vorhandensein und der Anzahl von Organversagen zusammen. Außerdem wurde festgestellt, dass eine Nierenfunktionsstörung mit einem Serokreatinin von 1,5 bis 1,9 Milligramm DL und oder eine zerebrale Funktionsstörung Grad 1 bis 2 hepatische Enzephalopathie in Verbindung mit einem Einzelorganversagen das Risiko einer 28-Tages-Sterblichkeit vorhersagt. Auf der Grundlage des Vorliegens von Organversagen, Nieren- und oder Hirnfunktionsstörung und der Kurzzeitmortalität wurden drei Kategorien des akut auf chronischen Leberversagens definiert. Hier die Stadien. Wir haben halt kein ACLF, das ist keine Organversagen oder eine einzelne nicht renales Organversagen ohne renale Dysfunktion oder zerebrale Dysfunktion.
Dann haben wir ACLF Grad 1, eines der folgenden: Nierenversagen, einzelnes nicht-renales Organversagen, das assoziiert ist mit Nieren- und oder zerebraler Dysfunktion. ACLF Grad 2, zwei Organversagen, jede Kombination, und ACLF Grad 3, drei oder mehr Organversagen, jede Kombination. Wir sehen hier einen ganz deutlichen Zusammenhang. 28 Tage Sterblichkeit ohne Lebertransplantation, LT abgekürzt, nimmt deutlich zu, und auch die 90 Tagessterblichkeit. Im Gegensatz dazu können Patienten mit akuter Dekompensation ohne ACLF drei verschiedene Verläufen folgen. A, stabiler Subphänotyp der dekompensierten Zirrhose, keine weitere Krankenhauseinweisung nach 90 Tagen. Instabiler Subphänotyp der dekompensierten Zirrhose, größer gleich eine Krankenhauseinweisung nach 90 Tagen, nicht mit ACLF verbunden. Und Subphänotyp vor akut auf chronischen Leberversagen, Entwicklung von ACLF innerhalb des 90 Tages Follow-up-Zeitraums. Unter den verschiedenen Organen und Systemausfällen bei ACLF waren die Nieren 56% der Patienten am häufigsten betroffen, gefolgt von Leber 44% der Patienten, der Blutgerinnung 28% der Patienten, dem Gehirn 24% der Patienten, dem Kreislauf 17% und der Lunge 9% der Patienten. Nierenversagen ist das häufigste Organversagen bei ACLF Grad 1. Leberversagen ist die häufigste Organversagen bei ACLF Grad 2. Beim ACLF Grad 3 ist die Prävalenz aller Organversagen hoch. Die 28-Tage-Sterblichkeit von Patienten mit ACLF nach der Definition des EASL-CLIF-Konsortiums liegt zwischen 20% und 75% und korreliert eng mit der Anzahl der versagenden Organe. Klinischer Verlauf. ACLF hat einen dynamischen Verlauf und kann reversibel sein. In der Kanonik-Studie kam es bei 50% der Patienten zu einer Besserung oder Rückbildung, während bei etwa einem Drittel ein gleichmäßiger Verlauf zu verzeichnen war und sich bei 20% eine Verschlechterung einstellte. Es überrascht nicht, dass der Verlauf hauptsächlich mit dem anfänglichen ACLF-Zustand zusammenhängt, mit einer hohen Rückbildungsrate bei Patienten mit anfänglichem ACLF 1. Es ist hervorzuheben, dass die Mehrheit der ACLF 1 bis 2 nicht auf der Intensivstation lag. Die gemeldete transplantationsfreie 28-Tages-Sterblichkeitsrate betrug 6% bei denen mit ACLF-Resolution, 18% bei denjenigen mit endgültiger ACLF 1, 42% bei denen mit endgültiger ACLF 2 und 92% bei denjenigen mit endgültiger ACLF 3, unabhängig vom anfänglichen ACLF-Grad. Bei den meisten Patienten, 81%, konnte der klinische Verlauf nach 3 bis 7 Tagen vorhergesagt werden. Das geschätzte Überleben nach 28 Tagen war bei den Patienten ohne ACLF 89,6%, ACLF 1 78,7% nach 3 bis 7 Tagen hoch und bei Patienten mit ACLF 2 42,9% und ACLF 3 12,8% nach 3 bis 7 Tagen niedriger. Zusammengenommen deuten diese Daten darauf hin, dass ACLF potenziell reversibel ist und dass die zunehmenden Grade oder Stadien von ACLF mit einer eingeschränkten Regenerationsfähigkeit der Leber und somit mit fortbestehenden extrahepatischen Organversagen verbunden sein können. Prognostische Scores. Es stehen mehrere Prognoseinstrumente zur Unterstützung der klinischen Praxis zur Verfügung. Der CLIF-C-ACLF-Score ermöglicht eine dynamische Risikostratifizierung von Patienten auf der Intensivstation und hat sich als nützlich erwiesen, wenn es darum geht, Patienten für eine Lebertransplantation LTX in Erwägung zu ziehen und auf die Liste zu setzen, sie frühzeitig aus dem Krankenhaus zu entlassen oder festzustellen, ob eine fortlaufende unterstützende Behandlung auf der ITS bei fehlender LTX sinnlos ist. Im Vergleich zum CLIF-C-ACLF-Score unterschätzt der MELD-Score, Model for End-Stage Liver Disease, das Sterberisiko der Patienten um 20-30%, was darauf hindeutet, dass die Zuteilung von Organen für eine Lebertransplantation anhand des MELD-Scores Patienten mit ACLF ernsthaft benachteiligt. Das ACLF-Grading-System und der CLIF-C-ACLF-Score ermöglichen einen schrittweisen Algorithmus für ein rationales Management von Patienten mit ACLF. Ein Online-Rechner ist verfügbar unter dieser Adresse. Der APASL ACLF Research Consortium AARC Score basiert auf der APASL-Definition von ACLF, die die Diagnose dieser Erkrankung möglicherweise unterschätzt.
Der Score des North American Consortium for the Study of End-Stage Liver Disease umfasst Kriterien, die für fortgeschrittenes Kreislauf, Nieren, Gehirn und Beatmungsversagen repräsentativ sind. Dieser Score kann am besten verwendet werden, um die Sinnlosigkeit einer aggressiven Intensivbehandlung zu prüfen. Der ACLF-Score der Chinese Group on the Study of Severe Hepatitis B, COSH, umfasst spezifische Risikofaktoren für die Mortalität von Patienten mit ACLF im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Hepatitis B-Virus und seine Anwendung sollte nicht auf Nicht-HBV-Populationen ausgedehnt werden. Keiner dieser Scores hat eine C-Statistik von größer gleich 0,8 erreicht, was auf ein ausgezeichnetes prognostisches Modell hinweisen würde, erreicht aber keiner dieser Scores. Daher können alle Modelle nur als klinisch nützlich angesehen werden, aber sie erfordern zusätzliche Modellierung und Verfeinerung unter Verwendung objektiver, überprüfbarer und kontinuierlicher Variablen. In den nächsten Kapiteln wird die Pathophysiologie, Organbeteiligung und die Intensivtherapie behandelt. Weitere ausführliche Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie aktuellen Publikationen in Intensive Care Medicine.